Nein, es war nur ein einfacher Ring aus Messing. Manchmal ist der Glaube der Leute stärker als jede Magie. Versteht ihr? Das Volk wollte einfach glauben, dass Lea gesegnet war. Sie selbst schufen diese Legende mit ihrer eigenen Vorstellungskraft. Dabei war das Pfand der Götter nur ein wertloses Stück Metall. Und ein Spiegel für die Habgier und die Dummheit der Völker. Denn die Götter verschenken kein Pfand an die Sterblichen. Okay. Amras Grab in der Wüste, nein. Am Fuß einer verfallenen Festung in der Wüste, in den Wüsten der Düsterlande wurde Amra von dem Gemahl Leas erschlagen. Dort ist er mitsamt seiner Rüstung begraben. Ja, also schon wieder in die, Festung, wo wir vor kurzem erst waren, die Schatten besiegen, um Amras Rüstung zu finden. Aber das können wir aufschieben. Ja, vorwärts! Fürs Erste. Sofort! Bis wir auch das Spinnenblut haben. Mir nach! Wir müssen jetzt erst beide Dunkelelfenrune besorgen. Folgt mir! Walddrachling. Hm. Schnell! Für den Orden! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Und los! Ach, hier können wir dann eine Ork-Basis bauen. Ist nur die Frage, ob wir das brauchen. Schließt die Reihen! Ja, vorwärts! Sofort! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Hier, sofort! Haltet durch, schnell. Männer! Hier, sofort! So, nehmen wir erstmal den Stein und in los! Sitz. Gucken uns hier unten noch fertig um. Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Sofort! Und los! Mir nach! Folgt mir! Kämpft, Männer! Okay, die Drachlinge. Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Eigentlich recht gut ausschalten. Neben dem dem Eisen an meinem Monument gibt's wohl wenig Eisen hier in der Gegend. Also das Fitzelchen hier sehe ich. Und ansonsten haben wir, glaube ich, kein Eisen entdeckt. Verstärkt die Deckung! Ja, unser Heiler ist drauf. Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Das ist halt auch jetzt gerade ein bisschen nervig. Hier, sofort! Auf mein Kommando!
Also da ich keine große Lust habe, gegen noch mehr Drachlinge zu kämpfen, machen wir lieber mal ihre Nester kaputt. Ich finde lustig, wie da Schwerter und Kelche und alles mögliche zwischen den... Bereit! Und los! Eiern stecken. In die Schlacht! Auf mein Kommando! Schnell! Und los! Für den Orden! Haltet durch, Männer! Auf mein Mir Kommando! Nach. Und los! Mir nach! So, hier ist nur ein Zauber. Schnell! Ja, wie man sieht, ist hier oben noch ziemlich viel Kontinent. Wenn ich hier so lang fahre, auch eisiger Kontinent. Und ein Haufen heulende Hunde. Auf meinen Schnell. Befehl. Schnell. Und ja, wenn uns hier jetzt gleich Armeen von Eiselfen im Weg sein sollten. Auf meinen Folgt Befehl. Da müssen wir Und wirklich, los. Wirklich das Ork-Lager erst aufbauen. Und los. Holz gibt's ja hier genug und Linia für Magier. Also hauptsächlich für Brander, wenn wir schon gegen Elfen vorgehen und auch noch gegen... Oh. Eiselfen wollte ich gerade sagen. Wobei... Vorwärts! Schnell! Ich denke mal, das sollte irgendwie gehen. Vorwärts! Und ja, was ich gar nicht angesprochen habe, was Quake da so teilweise von sich gegeben hat, war schon Foreshadowing auf... Vorwärts! Breath of Winter. Also... Schnell! Auf das nächste... Add-on. Und los! Was heißt das nächste Add-on? Auf das erste Add-on, was wir nach Order of Dawn dann angehen werden. Folgt mir! Schnell! Und los! Vorwärts! Hügelriesen? Okay. Mir nach. Sturmfaust. Bügelriese. Auf mein Zeichen. Schnell. Mir nach. Noch ein Monument und Steine. Das heißt, wir könnten hier in dem Gebiet auch noch ein Trollmonument finden. Und uns ein paar Trolle zum Mitkloppen organisieren. Vor allem, weil wir jetzt auch Trolle haben, die Eisen brauchen. Also gerade Berserker. Vielleicht auch ein paar Schleuderer.
Es fehlen ja auch noch zwei Trolleinheiten, von denen ich nicht mal weiß, was für Ressourcen sie noch brauchen. Weil es kann, glaube ich, sein, dass Trolle die einzigen sind, die keine Spezialressource brauchen. Also ich weiß, Lenia ist für die Orks und Mondsilber, Achtung Spoiler-Alarm, ist für die Dunkelelfen. Wer hätte es gedacht? Da bleibt eigentlich nur noch Aria für die Trolle, aber ich glaube, die Trolle brauchen gar nichts. Ah ja, wenn wir die beiden kleinen Eisenvorräte nutzen, die wir hier haben. Machen wir hier sicherheitshalber mal ein Save. Bereit. Mir nach. Folgt mir. So, können wir uns mit den Heroes schon mal da aufstellen und warten. Was jetzt? So, ihr sammelt mir erst einmal Holz, dass wir Holz für die Hütte errichten können. Dann brauchen wir Holz für ein kleines Haupthaus, dass wir gleich mit dem Schmelzen anfangen können. Ja, wir können uns unsere neuen Einheiten angucken. Trägt eine schwere Eisenrüstung, eine Metallkeule und ein Horn. Kampffähigkeit verstärkt mit seiner Musik die Resistenz der Orks gegen Zaubersprüche. Und ja, das ist der Hornbläser. Der gar nicht mal so schlecht ist. Und dann haben wir noch den Veteran. Starker Nahkämpfer mit einer schweren Eisenrüstung und einem zweihändigen Kriegshammer. Erinnert einen fast ein bisschen an Warbosse aus einem bestimmten anderen Spiel. Keine Last. Gut. Was wollt ihr? So, Holzfällerhütte, das will ich. Arbeit, immer nur Arbeit. Was jetzt? Und wenn ihr dann die 100 Holz für... Ah, 90 Holz für das kleine Haupthaus zusammengetragen habt. Fange ich schon mal. Das Gebäude ist einsatzbereit. An mit den weiteren Ork-Arbeitern. Ich weiß gar nicht, wo und ob wir hier überhaupt Besuch kriegen werden hier unten. Also jenseits des Tores. Ob die Drachlinge hier das einzige Problem waren. 5 Level brauchen wir noch. Das sind auch die 5 Level, die im Bogen gehen, damit wir den guten Bogen benutzen können, den ich da habe.
Ah, und wir haben das Holz zusammen. So, 6 neue Orks. Was jetzt? Lasst uns lieber Krieg führen. Ist was? Schon dabei!